Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Good evening, ladies and gentlemen. Sehr geehrter Professor Rosenblum, sehr geehrter Herr Grummet, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause an Ihren Bildschirmen. Ein sehr herzliches Willkommen in unserem virtuellen Raum der Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin. In unserer dialogischen Vortragsreihe Kosher to Go untersuchen wir, wie verschiedene Sichtweisen auf religiöse Speise- oder Getränkevorschriften, wie sie entstanden sind und wie die Vorschriften und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelten. Und haben sie sich möglicherweise in kultureller und religiöser Sicht zwischen den Gemeinschaften vielleicht sogar beeinflusst? Dies sind die Fragen, mit denen wir uns in unserer heutigen Vortragsreihe beschäftigen. Wir laden jeweils immer zwei wissenschaftliche Perspektiven zu einem speziellen Thema ein. In unserem ersten Vortrag ging es um die generelle Frage, wozu Speisegebote? In unserem zweiten Vortrag ging es um das Schlachten im Judentum und Islam. Diese Vorträge können Sie auch nachträglich auf unserer Museumsseite anschauen. In unseren nächsten Veranstaltungen werden wir uns mit dem Verhältnis zu Tieren im Judentum und Hinduismus beschäftigen. Und schließlich werden wir den Blick auf religiöse Speisegebote in Bezug zur Ökologie und den modernen Debatten um das Essen in der Gesellschaft richten. Heute Abend geht es um die Rolle von Alkohol im Judentum und Christentum. Und weil in beiden Religionen der Wein einen so besonderen Stellenwert hat, möchte ich den Abend mit einem Zitat eröffnen. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Dieser Satz stammt aus dem Hohelied im Tanach, dem Alten Testament, und er lässt uns schon erahnen, wie viel Symbolik der Wein schon in biblischen Zeiten hatte. So romantisch das Getränk im Hohelied auch besungen wird, so streng sind aber auch die Gebrauchsvorschriften und Interpretationen über seine Bedeutung. Hierfür haben wir zwei Fachmänner eingeladen, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Jordan D. Rosenblum ist Professor für jüdische Studien an der University of Wisconsin-Madison. Er ist Autor von The Jewish Dietary Laws in the Ancient World, Cambridge University Press 2016. Zu seinen neuesten Publikationen zählt Rabbinic Drinking, What Beverages Teach Us About Rabbinic Literature, University of California Press 2020. David Grummet ist Seniordozent für Theologie und Ethik an der University of Edinburgh. Er hat zahlreiche Publikationen über Eucharistie und die theologische Sicht auf Essen veröffentlicht. Seine wichtigste Publikation ist Material Eucharist, Oxford University Press 2016, wo er basierend auf den Erkenntnissen aus Geschichte, Anthropologie, Archäologie und Kulturwissenschaften die Geschichte der Eucharistie in ihren materiellen Elementen Brot und Wein nachzeichnet. Bevor wir mit den Vorträgen unserer Gäste beginnen, noch eine technische Information an alle unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Die Veranstaltung findet in deutscher und englischer Sprache mit Simultanübersetzung statt. Nach den zwei Vorträgen gehen wir zum Podiumsgespräch über. Hier werden Sie die Möglichkeit haben, sich mit Ihren Fragen in deutscher oder englischer Sprache über Slido zu beteiligen. Sie können den Link zu Slido auf unserer Homepage zu dieser Veranstaltung finden oder Sie gehen direkt zur Webseite www.slido.com oder Sie laden die kostenfreie Slido-App über Ihren App Store runter. Hier geben Sie das Eventcode ein und das Eventcode ist #658015. All diese Informationen werden während der Sendung eingeblendet.
So, Professor Rosenblum, die Bühne oder besser gesagt, der Bildschirm gehört Ihnen. Thank you. Thank you to the museum for inviting me to you. Herzlichen Dank. Mein großer Dank geht an das Museum und das Jüdische Museum für die Veranstaltung und mein Dank geht an die Dolmetscherinnen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich habe Deutsch nicht weiter gelernt. Zum Thema. Bereits die erste Erwähnung in der hebräischen Bibel zeigt die ganze Bandbreite der Möglichkeiten, die der Wein birgt, vom feierlichen Getränk bis zur Droge. Nachdem er die Sintflut überlebt hat, verlässt Noah mit seinen drei Söhnen die Arche. Im Text heißt es, Noah, der Ackerbauer, war der Erste, der einen Weinberg anlegte. Er trank vom Wein, wurde berauscht und er entblößte sich in seinem Zelt. Wenn du einen Weinberg hast und Trauben anbaust, kannst du ein feierliches Gläschen trinken. Doch trinkst du zu viel, verlierst du jede Hemmung und dein Handeln kann ernste soziale, wirtschaftliche und theologische Konsequenzen haben. Die Rabbiner der Antike betrachteten diese ganze Bandbreite der Möglichkeiten des Weins und interpretierten sie neu. Sie lebten vom 1. bis zum 7. Jahrhundert, die Rabbiner der Antike. Interessanterweise verboten sie ihn nicht, den Wein. Das ist, wie wir noch sehen werden, ein wichtiger Aspekt. Die Rabbiner der Antike sind sich bewusst, dass Wein im Übermaß getrunken werden und zu verschiedenen theologischen, sozialen und sexuellen Übertretungen führen kann. Gleichwohl erklären sie ihn nicht für verboten, sondern zeichnen ihn als elementares, rituelles Getränk aus. Sie schreiben vor, dass dem Genuss des Weines ein spezieller rabbinischer Segen vorausgehen müsse. In der Mishnah Berachot heißt es, wie rezitiert man einen Segen über Früchte? Für Früchte des Baumes sagt man Schöpfer der Frucht des Baumes, außer für Wein. Denn über Wein sagt man Schöpfer der Frucht des Weinstocks. Wenn man eine ganze Frucht verzehrt, sei es ein Apfel oder eine Weintraube, wird derselbe Segensspruch gesprochen. Schöpfer der Frucht des Baumes. Wenn diese Frucht zu Saft gepresst wird, wird ein allgemeiner Segensspruch rezitiert, durch dessen Wort alles ins Dasein kam. Dieser allgemeine Saftsegen wird für jeden Fruchtsaft gesprochen. Jedoch nicht für die Weintraube. Wird die Traube zu Wein gepresst, lautet der Segensspruch Schöpfer der Frucht des Weinstocks. In der liturgischen Formel der Rabbiner spiegelt sich die große Bedeutung, die dem Wein zugemessen wird. Wein ist also wichtig. Aber das rituell wichtige Getränk wirft auch eine Reihe von Fragen auf. Zwar sind Fleisch und das koschere Schlachten von Tieren, das Schächten oder die Shechita Gegenstand vieler Diskussionen und wurden ja auch hier in der aktuellen Serie des Jüdischen Museums thematisiert, doch widmen sich die Rabbiner den koscheren Gesetzen, Kaschrut, des Weines mit ebensolcher oder vielleicht sogar noch mehr Aufmerksamkeit. Für Fleisch gibt es im Gegensatz zum Wein keinen besonderen Segen, der gesprochen werden muss. Hier bleibt es beim allgemeinen rabbinischen Segensspruch. Durch dessen Wort alles ins Dasein kam. Es ist derselbe Segen, der, wie ich eben schon sagte, auch über Fruchtsaft gesprochen wird und er deckt eine Vielzahl von Lebensmitteln ab, von Eiscreme und Schokolade bis hin zu nicht weinhaltigen Alkoholgetränken wie Bier oder Whisky. Warum widmen sich die Rabbiner dem Wein mit besonderer Aufmerksamkeit? Die Rabbiner glaubten, dass die Heiden ihrer Zeit Götzenanbeter waren und den unstillbaren Drang verspürten, Wein als rituelles Trankopfer für ihre vielen Gottheiten auszuschütten. Da das rabbinische Judentum die Götzenanbetung als das polare Gegenteil des eigenen Monotheismus betrachtete, bemühte man sich insbesondere um die Vermeidung jeglicher götzendienerischer Praxis. Symbolisiert wurde diese Praxis nicht selten durch oder im Wein. So endet das sich mit dem Götzendienst befassende Traktat der Mishnah und des Talmuds mit einer ausgedehnten Diskussion der sozialen Beziehungen zu Götzendienern bei der Herstellung
Lagerung und dem Konsum von Wein. Dabei wird weder der Genuss von Wein an sich verboten, noch untersagt, ihn mit einem Nichtjuden zu trinken. Allerdings ist der gesamte Prozess vom Beginn der Produktion bis zum Transport, der Lagerung und dem letztendlichen Konsum von Wein stark reglementiert. Im Kern basieren diese Vorschriften auf dem zentralen Glauben, dass Nichtjuden in den Worten des Gelehrten Sacher Stern zwanghafte Trankopfer sind, die dem Drang nicht widerstehen können, ihrer Gottheit oder ihren Gottheiten Wein zu schenken. Und da Wein, wenn er einmal gelabt ist, rabbinisch als gelobter Wein eingestuft wird und mit einer damit verbundenen Reihe von komplizierten Verboten einhergeht, muss jede Interaktion zwischen Juden und Nichtjuden, die Wein beinhaltet, selbst wenn es Wein aus jüdischer Produktion ist, genau überwacht werden. Ein Beispiel für diese soziale Überwachung findet sich in Mishnah Avodah Zarah, wo es heißt, es ist erlaubt, dass ein Jude einen Nichtjuden allein und unbeaufsichtigt in seinem Laden oder in seinem Haus zurücklässt, wenn er ein- und ausgeht. Dann ist der Wein im Laden oder im Haus des Juden erlaubt. Aber wenn der Jude den Nichtjuden informiert hat, dass er hinausgeht, dann ist der Wein verboten, wenn genug Zeit war, ein Loch in das Weinfass zu bohren und es zu verstopfen, damit der Ton trocknet. Rabban Shimon ben Gamaliel sagt, wenn genug Zeit war, um es zu öffnen und zu verschließen, damit es trocknet. Und weiter, wenn ein Jude mit einem Nichtjuden am gleichen Tisch isst und der Jude eine Flasche Wein auf den Tisch und eine Flasche auf den Beistelltisch stellt und den Nichtjuden allein und unbeaufsichtigt lässt und hinausgeht, ist, was auf dem Tisch steht, verboten und was auf dem Beistelltisch steht, ist erlaubt. Aber wenn er zu dem Nichtjuden sagt, mische Wein mit Wasser für dich und trinke, dann ist auch das, was auf dem Beistelltisch steht, verboten. Wein in offenen Krügen ist verboten, versiegelte Weinkrüge sind verboten, wenn es genug Zeit gab, sie zu öffnen, zu verschließen und zu trocknen. In diesem Szenario, das in den Worten des Gelehrten Peter Schäfer einem Räuber- und Gendarmenspiel ähnelt, müssen Juden ewig wachsam bleiben, wenn sie Nichtjuden mit Wein allein lassen. Der Grundgedanke ist, dass Nichtjuden dem Drang, Wein zu trinken, nicht widerstehen können. Man vermutet, dass sie sogar Löcher in Weinfässer bohren und sie dann wieder verschließen, um ihre götzendienerischen Handlungen zu verbergen. Solcher Wein wird als verboten angesehen. Daher ist der Wein, auch wenn er nicht tatsächlich gelehrt wurde und daher nicht offiziell gelehrter Wein ist, einfach deshalb verboten, weil er unbewacht gelassen wurde und möglicherweise von einem Nichtjuden berührt wurde. Abhilfe würde das Abkochen des Weines schaffen. Und bei vielen koscheren Weinen wird das bis heute gemacht. Dieser Prozess unterliegt komplizierten Regeln und darüber können wir natürlich gerne nachher auch in unserer Q&A-Session sprechen. Nun wäre in Anbetracht dieser Besorgnis denkbar, wenn der Wein schon nicht gänzlich verboten ist, doch das Trinken von Wein mit Nichtjuden verboten werden könnte. Stattdessen aber wählt man eine andere Strategie. Juden und Nichtjuden dürfen zusammen Wein trinken, aber Nichtjuden dürfen sich ohne jüdische Aufsicht nicht in der Nähe von jüdischem Wein aufhalten. Wenn nun der Wein des Nichtjuden oder der Wein, der mit ihm allein gelassen wird, wegen der Angst, es könne zu einem Trankopfer gekommen sein, verdächtig ist, wie sieht es mit nicht weinhaltigen Rauschmitteln aus? Galt die Stigmatisierung des Weines durch die Rabbiner auch für andere alkoholhaltige Getränke, die nicht der götzendienerischen Libation unterlagen, da die Rabbiner ja wussten, dass nur der Wein von den Götzendienern gelabt wurde? Diese Frage stellte sich vor allem für die rabbinische Gemeinschaft in Babylonien, wo Bier und nicht Wein das Getränk der Wahl war. Da Bier nicht in götzendienerischen Ritualen getrunken wird, ist es koscher, Bier zu trinken, vorausgesetzt, dass ein Jude zuerst die Bar eines Nichtjuden verlässt. In den entsprechenden Texten heißt es, warum haben Sie das Bier der Götzendiener verboten? Rami Bahama sagte im Namen von Rabbi Dizak, wegen der Mischeden. Für Rav Papa brachten sie das Bier aus der Tür der Taverne des Nichtjuden und er trank es dort. Für Rav Ahai würden sie es zu seinem Haus bringen und er würde es dort trinken. Beide waren sich einig, dass das Verbot existierte, um Mischehen zu verhindern, aber Rav Ahai sorgte für einen größeren Puffer. Nicht weinhaltige, von Götzendienern zubereitete Rauschmittel sind nicht libertiert. Bier kann niemals geliebter Wein sein. Warum aber äußern sich die Rabbiner besorgt über das Bier der Götzendiener?
weil sie sich bewusst sind, dass gemeinsames Trinken zu einer Romanze führen kann. Sozialer Umgang kann der erste Schritt abwärts auf einem schlüpfrigen Hang sein, der zu Geschlechtsverkehr führt. Dabei muss die Romanze nicht unbedingt zwischen den beiden Trinkenden stattfinden. In einem anderen rabbinischen Text wird folgendes Szenario beschrieben. Zwei Männer tranken Wein unter den Weiden in Babylonien. Der eine nahm einen Weinbecher, reichte ihn seinem Freund und sagte, verlobe dich für mich, verlobe deine Tochter mit meinem Sohn. Der, mit dem du trinkst, könnte also wollen, dass eure Kinder heiraten. Also sei vorsichtig, mit wem du trinkst. Der Nicht-Weinalkohol eines Götzendieners unterliegt nicht dem Trankopferverbot. Er kann daher nicht an und für sich verboten werden. Stattdessen ist es nicht das Getränk, sondern die soziale Situation, die als nicht koscher gilt. Beschrieben werden zwei Rabbiner, die nicht jüdisches Bier bestellen, es aber außerhalb des Lokals trinken. Im Fall von Rav Papa, selbst ein bekannter Bierbrauer, der ein Vermögen mit Craft-Bieren machte, würde nicht-jüdisches Bier trinken, sobald er eine nicht-jüdische Bar verlässt. Rav Ahai dagegen ist strenger. Er trinkt kein nicht-jüdisches Bier, bevor er nicht sicher in seinen eigenen vier Wänden ist. Beide Rabbiner stimmen überein, dass das Bier an sich koscher ist, nicht jedoch die soziale Situation. Uneinig sind sie sich allerdings darüber, wie groß der physische Abstand zwischen sich und der nicht-jüdischen Bar sein muss. Es gäbe noch viel mehr, was ich in Bezug auf Götzendienst und rabbinische Weinvorschriften diskutieren könnte. Und auch darauf will ich natürlich nachher gerne in unserer Q&A-Session eingehen. Aber den Rest der mir zustehenden Zeit möchte ich nun einigen faszinierenden weiteren Aspekten zum Thema Alkohol und rabbinische Rituale widmen. Gleich zunächst ein paar Hintergrundinformationen. Die antike rabbinische Gemeinschaft hatte zwei Hauptzentren, eines im römischen Palästina, ungefähr das heutige Israel, und das andere im sassanidischen Babylon, und das ist ungefähr der heutige Irak. Es gab Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Gemeinschaften. Ein wesentlicher Unterschied war, dass die Rabbiner im römischen Palästina Weintrinker waren, während die Rabbiner im sassanidischen Babylon Bier tranken. Letztere hatten zahlreiche alte Texte der rabbinischen Gemeinschaften im römischen Palästina übernommen, insbesondere die Mishnah, die in ihren Texten auf Wein Bezug nahmen. So beginnt und endet der Sabbat jeweils ab Sonnenuntergang am Freitagabend bis zum Sonnenuntergang am Samstag mit auf Wein basierenden Ritualen. Der Sabbat beginnt am Freitagabend mit einem Segen über Wein. Auf Hebräisch nennen wir das den Kiddush, heilig erklären oder die Heiligung. Die Liturgie für den Abschluss des Sabbats, die Havdalah, Trennung oder Teilung, enthält ebenfalls Wein als Hauptbestandteil. Die Frage lautet nun, lässt sich in diesen Ritualen der Wein durch Bier ersetzen? Wir beginnen, wie es die rabbinische Konversation gern macht, mit einer Anekdote. Ma Jenuka und Ma Keshisha, die Söhne des Rav Hishta, berichteten Rav Ashi. Einmal besuchte Amema unseren Ort an einem Sabbatnachmittag und wir hatten keinen Wein, um Havala zu rezitieren. Wir brachten ihm Bier, aber er rezitierte keine Havdala mit dem Bier und verbrachte die Nacht fastend. Am nächsten Tag brachten wir ihm Wein, er sprach die Havdala und aß. Im folgenden Jahr besuchte er uns abermals. Wieder hatten wir keinen Wein, wieder brachten wir ihm Bier. Er sagte, wenn das so ist, dann ist Bier der Wein der Region. Deshalb sprach er die Havdala und aß. Soweit diese Passage aus dem Talmud. Die Geschichte beginnt, als Amemach an einem Sabbatnachmittag die Söhne von Rav Hista besucht. Als der Abend naht, bereiten sie sich darauf vor, die Havdala zu sprechen, ein Ritual zwischen Heiligem und Profanem, zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Israel und den Nationen, zwischen dem siebten Tag und den sechs Tagen der Arbeit. Nun ergibt sich ein Problem. Die Brüder haben keinen Wein. Amemach weigert sich, die Havdala mit Bier zu rezitieren. Außerdem isst er nicht. Der vorherige Abschnitt des Talmud bezieht sich auf die Frage, ob man vor dem Rezitieren der Havdala essen darf. Amema geht hungrig zu Bett, da er nicht die Havdala sprechen konnte. Am Sonntagmorgen finden die Brüder, die selbst die Havdala mit Bier sprachen, Wein, sodass auch ihr Besucher die Havdala sprechen und essen kann.
Im nächsten Jahr, möglicherweise hat er die frühere Erfahrung vergessen, besucht er wiederum seine weinlosen Freunde und die Situation wiederholt sich. Doch nun erkennt Amelma, dass die Brüder in einer Region leben, in der man, wie in Wisconsin, von wo ich zugeschaltet bin, oder in Deutschland, wo sie mich hören, bevorzugt Bier trinkt. Bier ist der Wein der Region. In diesem Fall, so schlussfolgert Amelma daraus, kann er die Havdala mit Bier sprechen und genau das tut er. Ich unterbreche an dieser Stelle, weil der Satz, das Bier ist der Wein der Region, ein interessantes Nachleben hat. Tatsächlich gab es 2016 eine Ausstellung im Jüdischen Museum in München über Juden und Bier. Der Titel des Katalogs, den Sie hier auf dem Bild gerade sahen, spielt eindeutig auf diese Passage an. Bier ist der Wein dieses Landes, jüdische Braugeschichten. Betrachten wir nun, ob Amelmas Havdala-Praxis ein allgemeiner Grundsatz für das Sabbatritual ist, dem alle folgen sollten. Nach einer kurzen Erörterung anderer ähnlicher Gesetze, die sich aus Amelmas Handeln ableiten lassen, fährt der Text fort wie folgt. Rav Huna erkundigt sich bei Rav Hista, was ist das Gesetz bezüglich des Rezitieren des Kiddush mit Bier? Rav Hista antwortet, nun, wenn das Bier aus Feigen, Datteln oder Dilmun hergestellt wird, ist es für das Sprechen des Kiddush geeignet. Rav Rabbi Hiya fragt erneut, doch das rechtliche Problem lässt sich nicht lösen. Wenn es für das rechtliche Problem aber keine Lösung gibt, lässt sich die Frage in Bezug auf Gerstenbier dann überhaupt stellen? Daraus folgt, dass explizit festgeschrieben ist, dass wir den Kiddush nicht mit Bier sprechen können, die Havdala jedoch sehr wohl. Doch Rav Hista sagt, so wie man den Kiddush nicht darüber rezitiert, so rezitiert man auch die Havdala nicht darüber. Es heißt auch, dass Rav Talifa Bar Avimi Shmuel zitiert, der sagt, genauso wie man keinen Kiddush darüber rezitiert, so rezitiert man auch keine Havdala darüber. Punkt. Auf die Frage, ob der Kiddush mit Bier gesprochen werden kann, lautet die Antwort also nein. Allerdings muss der Text die Gründe dafür erklären. Zahlreiche Autoritäten haben untersucht, ob der Kiddush mit Bier rezitiert werden darf, das aus besseren Zutaten gebraut wurde. Doch sie konnten die Frage nicht mit einem eindeutigen Ja beantworten. Sie kamen nicht zu dem Schluss, dass man tatsächlich Bier zum Sprechen des Kiddush verwenden darf. Da sie diese eindeutige Antwort für höherwertige Biere, beispielsweise das aus Datteln gebraute, nicht geben konnten, besteht kein Zweifel daran, dass minderwertiges Bier, beispielsweise aus Gerste gebrautes, nicht für einen rituellen Zweck zum Einsatz kommen kann. Die Frage für Bier beim Rezitieren des Kiddush ist damit vom Tisch. Für die Havdala schlussfolgern die Texte gleichwohl, dass diese sehr wohl mit Bier gesprochen werden kann. In zwei verschiedenen Überlieferungen wird zwar exakt das gleiche Urteil gefällt, Bier ist weder für den Kiddush noch für die Havdala geeignet, doch die Debatte wird fortgesetzt, da es auch Texte gibt, die den Einsatz von Bier beim Sprechen der Havdala unterstützen. In Pesachim 107a wiederum finden sich mehrere Anekdoten, die versuchen, die Position des Bieres im Sabbatritual zu verunglimpfen. So wird von einem Rabbiner berichtet, der zunächst ein bestimmtes Bier lobt und verkündet, es sei geeignet, den Kiddush darüber zu rezitieren, dann aber diese Behauptung zurücknimmt, nachdem ihm das besagte Bier Darmbeschwerden verursacht. In einer anderen Geschichte beschuldigt Rav Huna Rav, den Kiddush nur deshalb über Bier zu rezitieren, weil Rav mittlerweile mit dem Verkauf von Bier Geld verdient und bei der Verwendung von Bier anstelle von Wein für rituelle Zwecke vor allem auf eigenen finanziellen Gewinn aus ist. Weiterhin werden zwar Überlieferungen zitiert, die behaupten, dass der Kiddush nur mit Wein und nicht mit Bier rezitiert werden kann. Beachten Sie jedoch, dass die Überlieferungen konkret das Bier für das Sprechen des Kiddush aber nicht für die Havdala beanstanden. Es scheint klar, dass der Sabbat mit dem Rezitieren des Kiddush über Wein beginnen muss, aber möglicherweise könnte er mit dem Rezitieren der Havdala unter Verwendung von Wein oder Bier enden. Die Diskussion über diese Frage setzt sich noch lange nach Erscheinen des Talmud fort und bedauerlicherweise wird dem Bier nicht immer ein gebührender Platz eingeräumt. Es gibt noch vieles, was wir über die Rolle von Alkohol im rabbinischen Judentum diskutieren könnten. Wie der Titel der heutigen Vortragsreihe andeutet, gibt es zwischen
Sanktionierung und Heiligung eine Menge Territorium zu behandeln. Und mein Kollege wird ja gleich erörtern, dass es auch außerhalb des rabbinischen Judentums reichhaltige Debatten zu diesem Thema gibt. Mein Hauptargument lautet, dass wir Alkohol nicht nur als ein Getränk betrachten sollten, sondern als Mittel, um diverse rabbinische Konzepte zu diskutieren, vom Götzendienst bis zum Sabbatritual und darüber hinaus. In meinem Buch erörtere ich das und ich lasse Sie jetzt erst einmal zurück mit einem Trinkspruch des alten weisen Rabbi Akiva. Wein und Leben zum Mund der Rabbiner, Leben und Wein auf den Mund der Rabbiner und auf den Mund ihrer Schüler. Ich danke Ihnen. Danke, Professor Rosenblum, für Ihren Vortrag, durch den wir den wissenschaftlichen Einblick in eine jüdische Perspektive zu dem Thema erhalten haben. Und wir gehen jetzt direkt zum Vortrag von Professor Grammett, über der uns einen wissenschaftlichen Einblick zu dem Thema aus christlicher Perspektive eröffnen wird. Professor Grammett. Vielen herzlichen Dank an die Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Es ist sehr schön und mir eine große Ehre, von Ihnen eingeladen worden zu sein. Und tatsächlich möchte ich sagen, dass ich das Museum vor einigen Jahren während eines einmonatigen Berlin-Aufenthaltes besucht und habe. Und ich erinnere mich noch an den tiefen Eindruck, den das Gebäude bei mir hinterlassen hat. Schade, dass ich heute nicht persönlich da sein kann, aber das ist natürlich der Pandemie geschuldet. Ich werde heute Abend den christlichen Gebrauch von Wein im Gottesdienst bis zum Abendmahl und das Passamahl zurückverfolgen. Der Wein wurde mit dem am Kreuz vergossenen Blut Christi verglichen, was durch Tanachbilder vom Weinstock und der Kelter gefördert wurde. Anschließend gehe ich darauf ein, warum sowohl Brot als auch Wein als Träger der Gegenwart Christi benötigt werden und erläutere verschiedene Theorien zur Vorstellung der Gegenwart Christi. Und dann abschließend werde ich die geografischen, wirtschaftlichen Auswirkungen des christlichen Weinverbrauchs betrachten, insbesondere auch Weinberge, Destillerien der Klöster und unterschiedliche moralische Wertungen des Alkoholkonsums. Viele Jahrzehnte lang haben christliche Liturgiker die Ursprünge der Eukaristie auf das Passamahl zurückgeführt, bei dem bekanntlich Wein ausgeschenkt wird. Alle vier Evangelien beschreiben Wein als Teil dieses Abendmahls. Jesus teilt mit seinen engsten Anhängern am Gründonnerstag das Mahl und die christliche Eukaristie ist diesem Mahl nachempfunden. Sowohl bei Matthäus als auch bei Markus heißt es, dass nach dem Teilen des Brotes ein Kelch mit Wein gereicht wird. Jesus nimmt den Kelch, spricht einen Dank aus, weist die Speisenden an, den Kelch mit ihm zu teilen. Der erste Korintherbrief nennt aber einen späteren Zeitpunkt für das Teilen des Weinkelches. Dort heißt es, es geschah nach dem Abendmahl. Am aufschlussreichen ist jedoch das Lukas-Evangelium, um das Abendmahl mit dem Passamahl in Verbindung zu bringen. Hier wird nämlich von zwei Weinbechern gesprochen. Jesus eröffnet das Mahl, nimmt dabei einen Weinbecher, spricht ein Dankgebet, lädt die Anwesenden ein, den Kelch zu teilen. Nach dem Mahl nimmt Jesus wieder einen Kelch, nennt ihn den neuen Bund in seinem Blut. Dass der Wein mit Christi Blut assoziiert wird, deutet auf seinen Tod hin und wird durch zwei Bilder auch aus dem Tanach unterstützt. Das erste ist das Reis, das aus dem Stamm Isais in Jesaja 11,1 hervorgeht, den Christen genealogisch gedeutet und interpretiert haben, um die Abstammung Davids Vater zurückzuführen. Unter dem Stamm verstand man häufig ein Weinstock, auch in der mittelalterlichen Kunst, in der über viele Generationen die Patriarchen, Propheten und anderen, die hin zu Jesus führten, an einem langen Zweig hängend sozusagen dargestellt werden. Das Bild wird im Johannesevangelium aufgegriffen. Christus ist der wahre Weinstock und sein Vater der Winzer. Jesus am Kreuz wurde von anderen mit einer Traube an einem Weinstock verglichen, wie wir hier auch auf diesem Bild sehen können. Das zweite Bild aus dem Tanach, das sich Christus
christliche Theologen und Künstler im Mittelalter angeeignet haben, ist der Stampfer der Kelter. In Jesaja 63 fragt der Prophet: Wer ist es, der aus Edom kommt, aus Bosra in rot gefärbten Gewändern? Wer schreitet in prächtigen Kleidern in seiner gewaltigen Kraft? Die sich nähernde Gestalt kündet sie dann selbst an: Ich bin es, der Gerechtigkeit verkündet. Ich bin stark, um zu retten. Daraufhin fragt Jesaja: Warum sind deine Gewänder rot und deine Kleider wie die eines Mannes, der die Kelter tritt? Die Gestalt antwortet: Ich allein trat die Kelter, von den Völkern war niemand bei mir. Da zertrat ich sie voll Zorn, zerstampfte sie in meiner Wut. Ihr Saft spritzt auf meine Kleider und ich befleckte alle meine Gewänder. Auf Jesus angewandt könnte der Austausch in Jesaja als triumphal aufgefasst werden. Jesus steht von den Toten auf, er steht auf, zertritt den Tod und schenkt denen, die begraben liegen, neues Leben. In anderen Traditionen deutet die Kelter jedoch auf Opfer hin, wobei die Kelter das Kreuz abbildet, nicht zuletzt, weil beide aus Holz und Eisen bestehen. Und dies wird durch Augustinus' Typologie von Noah und Christus verstärkt. Nach der Sintflut wurde Noah, der in Genesis als der Erste beschrieben wird, der einen Weinberg pflanzte, betrunken, dann aufgefunden wird von seinem Sohn Ham, entblößt gesehen wird, während Christus, der den Weinberg Israels pflanzte, ebenfalls nackt am Kreuz entblößt wurde. Nach dieser Lesart bittet Christus in seinem Opfer für Tod und Sünde den Wein an, der aus seinem zerschlagenen und durchbohrten Körper fließt, um der Welt ein neues Leben zu schenken. So viel also zur biblischen Fundierung einer christlich-theologischen Sicht des Weins. Ich begann mit der Erörterung des Ursprungs des Abendmahls im Passamahl. Jetzt möchte ich aber mehr zur späteren christlichen Entwicklung der eucharistischen Theologie und der Praxis sagen. Zwei wichtige Fragen stellen sich hier mindestens. Erstens, warum gibt es hier zwei Elemente, Wein und Brot? Bekanntlich gehören zum Passamahl ja eine ganze Reihe von Lebensmitteln, auf die aber in den neutestamentlichen Berichten nicht Bezug genommen wird, ausdrücklich. Da es sich um eine Mahlzeit handelt, darf man aber davon ausgehen, dass es noch andere Dinge als Wein und Brot gegeben haben muss. Aber mit Entwicklung der christlichen Eucharistie wurde nur mehr von Wein und Brot gesprochen. Diese beiden Elemente wurden zum Zeichen für die Trennung des Blutes Christi von seinem Körper bei seinem Leiden und seinem Tod. Und ein einzelnes Element, ob Wein oder Brot, hätte diese opfervolle Ausgießung des Lebens Jesu weniger kraftvoll symbolisiert. Eine zweite hieraus folgende theologische Frage betrifft folgende, nämlich wie Jesus in der Eucharistie in den Elementen Brot und Wein als gegenwärtig verstanden wird. Die Ansichten darüber gehen zwischen den christlichen Konfessionen weit auseinander. In manchen wird das Brot und der Wein als unverändert, ungewandelt betrachtet. Sie sind eben Brot und Wein. In anderen glaubt man, dass sie auf irgendeine Weise gewandelt werden, sodass Jesus in ihnen körperlich oder geistig gegenwärtig wird. In diesen kann sich durchaus die Frage stellen, warum beide Elemente notwendig sind. In der Tat empfangen die Menschen in der römisch-katholischen Messe häufig nur das Brot. Denn wenn sie, so lässt sich ja argumentieren, bereits mit dem Brot die Substanz des Leibes Christi empfangen haben, warum dann noch den Wein? In den heutigen Debatten wird aber gerne übersehen, dass sich Jesus im Wein und im Brot anders manifestiert. In den Evangelien nach Matthäus und Markus wird das Brot gesegnet, bevor es von den Anwesenden in Empfang genommen und gegessen wird. In allen Berichten über das Abendmahl wird jedoch der Wein geteilt, ohne vorher gesegnet zu werden. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, warum einige christliche Theologen aus dem Mittelalter sich inspiriert sahen, die Gegenwart Jesu im Brot von der seiner Gegenwart im Wein zu unterscheiden. Die Fragen, um die es hier geht, wurden in der Spätmittelalter alterlichen Kontroverse zwischen franziskanischen und dominikanischen Theologen über den theologischen Status des Blutes nach seinem Tod ausgetragen. Beide Gruppen stimmten darüber ein, dass als Jesus starb, sein Körper mit seiner Göttlichkeit verbunden blieb. Sie waren jedoch uneins hinsichtlich des Blutes. Für die Dominikaner war das Blut Christi Teil der Wahrheit seiner Menschlichkeit und wurde deshalb bei der Auferstehung wieder in seine Göttlichkeit aufgenommen. Ohne Blut kann es keinen Menschen geben, so argumentiert
hätten die Dominikaner. Nach der zeitgenössischen Physiologie war es tatsächlich das uterine Blut, aus dem der menschliche Körper im Mutterleib geschaffen wurde. Die Franziskaner hingegen lehrten, dass das in der Passion vergossene Blut in der Welt der Natur verblieb und somit vom Auferstehungsleib Christi getrennt war. Entsprechend kam dem Inhalt des Kelches keine besondere Bedeutung zu. Die Trennung des Blutes Christi von seinem Leib, die der Kelch symbolisiert, war in erster Linie ein Zeichen für seinen Tod und damit für den Preis, den er für die menschliche Sünde bezahlt hat. Diese franziskanische Sichtweise legt nahe, dass der Empfang des Kelches beim Abendmahl, wenn wir am Auferstehungsleib Christi teilhaben, eher symbolisiert, dass der Leib abwesend und nicht anwesend ist, also ein Negativwert ausdrückt. Auf jeden Fall hat der christliche liturgische Gebrauch des Weins im Lauf der Geschichte zu einer engen Verbindung zwischen Klöstern und Weinbergen beigetragen und hat auch landschaftsprägend gewirkt. Der heilige Martin legte Weinberge im Loiretal um Tours an, die heute die Turin-Weine hervorbringen. Und Benediktiner und irische Missionare pflanzten Reben in Franken. Jesuiten und Franziskaner Mönche bauten in Kalifornien Wein an. Und andere Mönche legten Weinberge an, in denen heute kein Wein mehr angebaut wird, nämlich in Preußen, Thüringen, Irland, in weiten Teilen England. Klöster investierten auch in die Destillation. Den Prozess, der Wein kräftiger schmecken lässt und mit Spirituosen wie Chartreuse und Benediktinen, die heute in aller Welt berühmt sind. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurden alkoholische Spirituosen in winzigen Mengen vor allem für medizinische Zwecke eingesetzt und hergestellt. Die Verwandlung durch die Destillation wurde als eucharistisch angesehen und mit der Verwandlung von Brot und Wein bei ihrer Weihe verglichen. Das Wissen, wie man Alkohol destilliert, war hoch geschätzt und die Arbeitsanweisung manchmal in Geheimcode niedergeschrieben. Man glaubte, dass Spirituosen das menschliche Leben verlängern, fördern, den Charakter, Voraussicht, Weisheit verbessern, den Körper durch Ausgleich der Körpersäfte reinigen, die Erkenntnis- und Wahrnehmungsfähigkeit steigern, unzählige namentlich aufgeführte Krankheiten heilen und Schutz vor Seuchen bieten können. Die Destillation von Flüssigkeit wurde manchmal im Sinne der Passion Jesu verstanden. Die physische Konstruktion des Destillierapparats mit einem kürbisförmigen Destillierkolben, der durch eine Kappe an seinem schmalen Ende mit einem Rohr verbunden ist, das schräg nach unten zu einem Auffanggerät führt, hatte nämlich Ähnlichkeit mit einem Kreuz. Es wurde bekräftigt, dass es angemessen sei, dass der Menschensohn durch das Kreuz von der Erde in die Luft erhoben wird und liefert Bilder für die Kreuzigung, den Tod und die Auferstehung Christi. Johannes von Rupesissa schreibt über den Rundkolben, das, was von dort aufsteigt, ist rein und geistig, wandelt sich in Luft und wird oben im Kreuz erhöht, genau wie Christus. Darüber assoziierte man die Destillation von Rotwein, der nach Erwärmung des Rundkolben in Tröpfchen auskondensierte und im Gefäß für das Destillat aufgefangen wurde, das Blut Christi, das am Kreuz vergossen wurde und besonders auf das wundersame Entfließen des ungestockten Blutes aus seinem toten Körper, als die Lanze des Longinus dessen Seite öffnete. In einigen Berichten und bildlichen Darstellungen wurde dieses Blut außerdem von Engeln, Aposteln oder Heiligen in einem oder mehreren Gefäßen aufgefangen. In jedem Fall nahm der Destillateur, indem er aus verderblicher Materie etwas Neues und Vollkommenes schuf, eine neue Schöpfung vorweg, brachte den Himmel auf Erden und leitete damit die in der Offenbarung beschriebenen letzten Tage ein. Das faszinierende und vernachlässigte Thema der Destillation und der christlichen Theologie kann hier natürlich nicht weiter vertieft werden. Doch bringt es uns zurück zum Thema Wein und zur christlichen Theologie, denn aufgrund der sozialen Probleme, die mit der weiten Verbreitung der Destillation entstanden, gründeten sich die modernen christlichen Abstinenz- und Verbotsbewegungen. In allen Neutestamenten
alttestamentlichen Berichten wird der Wein, der beim letzten Abendmahl geteilt wurde, indirekt als die Frucht des Weinstocks bezeichnet. So konnten Abstentionisten behaupten, dass Wein in der Tat antiethisch zum christlichen Glauben und unmoralisch sei und dass beim Abendmahl in Wirklichkeit nur alkoholfreier Traubensaft gereicht wurde. Auf dieser Grundlage haben einzelne Personen und Kirchen in Ländern wie Großbritannien und den Vereinigten Staaten Alkohol gemieden und manchmal versucht, dessen Verkauf oder Konsum zu verbieten. Gestützt auf mehrere neutestamentliche Quellen zum Trunkenheitsverbot und auf dem Rat, selbst mäßigen Weinkonsum zu unterlassen, wenn dieser schädliche soziale Folgen hätte, erhielten Abstinenzbewegungen über Prediger und Seelsorger eine wichtige theologische Dimension. Ende des 19. Jahrhunderts schien es einer beträchtlichen Gruppe von Christen, Pfarrern und Klerikern, dass Spirituosen, wie es in 1 Korinther 10, 21 heißt, zum Kelch der Dämonen geworden waren und von jedem ernsthaften Christen vollständig gemieden werden sollten. Die meisten Christen sind jedoch der Ansicht, dass Wein etwas ist, das in Maßen konsumiert werden darf. Damit beschließe ich meinen Vortrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Ich bedanke mich für die beiden sehr interessanten Vorträge, die sicher viele neue Fragen aufwerfen. Bevor wir zum dialogischen Teil übergehen, möchte ich jetzt auch die Zuschauer noch einmal dazu einladen, ihre Fragen an unsere heutigen Referenten zu stellen. Dafür können Sie entweder direkt den Link auf unserer Homepage zu dieser Veranstaltung anklicken oder auf Slido gehen. Die Adresse und das Eventcode werden gerade eingeblendet. Aber nun zurück zu unseren Referenten. Professor Rosenblum, Wein wird auch heutzutage von verschiedenen religiösen Gemeinschaften, zum Beispiel Christen, für gottesdienstliche Zwecke gebraucht. Die Vorstellung jedoch, dass der Wein, wenn nicht bewacht, von Nichtjuden sofort für rituelle Zwecke missbraucht wird, wirkt realitätsfern. Spontane Trankopfer gibt es weder in der westlichen noch in der muslimischen Welt, denn weder Christen noch Muslime vollziehen Trankopfer. Gibt es im orthodoxen Judentum heute Stimmen, die darüber nachdenken, die Halacha, also die jüdische Gesetzgebung, in diesen Punkten zu überdenken? Und wissen Sie, wie reformjüdische Gemeinden, zum Beispiel Masorti, zu dieser Frage stehen? Ich habe mich an meinem Vortrag auf die alte Welt bezogen, habe also quasi bis zum 6., 7. Jahrhundert gesprochen. Ich bin natürlich gerne bereit, auch über die neuere Zeit zu sprechen. Darauf richtet sich ja Ihre Frage. Es ist ein Dilemma für die Kommentatoren des Mittelalters, die von den Griechen, von den Römern wissen und zunächst einmal anerkennen, dass Muslime jedenfalls mehrheitlich nicht trinken. Kein Alkohol trinken und insofern sich diese Frage für sie nicht stellen. Die meisten im Mittelalter würden zugeben, dass es sehr schwer wäre zu behaupten, dass es Christentum und Trankopfer in einem Zusammenhang zu sehen gelte. Also das geben die Mishnas auch nicht her. Aber darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die Regeln, die aufgestellt wurden, weiter gelten sollten. Und eine Strategie zum Beispiel ist zu sagen, wenn koscherer Wein gekocht wird, dann ist es egal, wer diesen Wein anfasst, ob er alleine ist oder nicht. Also
wenn man sehr, sehr vorsichtig sein will, dann geht man einfach hin und kocht den Wein. Das ist also eine Strategie, um Probleme zu vermeiden. Sie haben nach dem Reformjudentum gefragt. Da würde man mehrheitlich sagen, das sind Artefakte der Vergangenheit und das ist im Grunde nichts mehr von Relevanz für heute. Wein braucht das nicht. Konservative Juden, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Die einen sehen das eher so, die anderen sehen es eher anders, unterscheiden dann vielleicht auch nach den Konfessionen der jeweils anderen, die mit dem Wein zu tun haben, oder gehen eben hin und sagen, der Wein muss gekocht werden. Es gibt also eine Vielzahl von Optionen. Soweit erstmal. Ich rede natürlich gerne auch noch weiter, aber vielleicht ist das schon mal eine Antwort. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr sinnvoll an. Ich gucke noch mal auf Slido, ob es irgendwelche Fragen gibt. Noch haben wir nichts. Ich warte. Aber ich habe schon eine Frage für Professor Grammett. Professor Rosenberg hat Texte zitiert, in denen die Möglichkeit, Wein durch lokale Getränke zu ersetzen, diskutiert wurde. Wurden auch ähnliche Fragen von christlichen Theologen diskutiert? Schließlich ist Wein in vielen Regionen der Welt ein fremdes und oft schwer zu beschaffendes, ein Getränk, das man schwer finden kann. Yes, there certainly has been. I mentioned in my talk using non-fermented grape juice. Ich habe ja bereits auf nicht fermentierten Traubensaft in meinen Ausführungen abgehoben und dies auch im Rahmen der Eucharistie. Aber man hat auch darüber gesprochen, ob man nicht vielleicht was anderes als Brot reichen kann, sozusagen. Aber viel später hat das eine andere Rolle gespielt, als sich das Christentum ausweitete. Ja, da gab es dann vielleicht in verschiedenen Regionen keinen Wein und dann hat man Datteln fermentiert, zum Beispiel, um ein starkes Getränk zu brauen. Und auch in missionarischen Kontexten ist das sicherlich so vorgekommen. Ich denke, das ist sicherlich vorgekommen. In der christlichen Tradition ist Wein aber ganz eng mit der Eucharistie verbunden, wirklich sehr eng mit ihr verzahnt, auch auf der Grundlage der Schriften, sodass es sehr schwierig wäre für uns zu denken, dass wir dieses Getränk ersetzen könnten durch irgendetwas anderes. Wenn man aber in einem Kontext sich befindet, in dem es überhaupt nicht anders geht, dann ist es sicherlich besser, das andere Getränk zu nehmen als gar keins. Okay. Professor Rosenblum, Juden brauchen Wein für den Kiddusch, Beispiel am Freitagabend. Und Juden in Europa durften aber früher nur selten Bauernhöfe, Weinberge oder Land besitzen. Wie hat man koscheren Wein in Europa hergestellt oder erworben? Und wie sah es in den muslimischen Ländern aus? War dort Versorgung mit koscherem Wein immer reibungslos möglich? Und was hat man in den Gemeinden getan, in denen man keinen lokalen Wein hatte oder sich keinen Wein leisten konnte? So. The answer to that actually will connect to die Antwort darauf ist im Grunde die Fortsetzung dessen, was hier von Professor Grammett gerade angesprochen wurde. Es gibt offizielle Regeln, die Menschen davon abhalten, bestimmte Dinge zu tun oder davon abhalten sollen. Das bedeutet aber nicht, dass die soziale Realität dem entspricht. Das ist das, was ich meinen Studierenden
immer wieder sage. Natürlich haben wir hier offizielle Regeln, aber in 1000 Jahren werden dennoch diese Regeln auch immer wieder gebrochen. Und es gibt dann dennoch Gründe, warum zum Beispiel bestimmte Arbeiten und Texte nicht rechtzeitig abgeliefert werden und so weiter und so fort. Also der Anbau von Wein, um den Anbau auch konkret zu steuern, das ist natürlich ein wichtiger Punkt hier. Ich habe aber ja auch über das Verhältnis zwischen Wein und Bier gesprochen. Wir haben ein Buch, Yonkel's Tavern, das ist eine Geschichte über Juden und Jüdinnen im Alkoholhandel, in Geschäften und im Handel damit in Polen und in Deutschland. Das heißt, sie konnten sehr wohl Tavernen, Kneipen, Ähnliches betreiben und fallen trotzdem sozusagen durchs Raster. Also sie können nicht unmittelbaren Gewinn machen mit solchen Geschäften, können aber als Mittler sehr wohl dort agieren. Ich kann das jetzt im Detail hier nicht ausführen, aber es gibt natürlich diese kleinen Risse und Fugen, durch die man sich hindurch bewegt. In den USA zum Beispiel gibt es diejenigen, die angefangen haben, eigenen Wein anzubauen. Conker-Trauben sind das, die vor allen Dingen sehr süß sind und damit einen sehr, sehr süßen Wein auch ergeben, weswegen man den Chavez-Wein dann in der Wahrnehmung der Menschen als einen sehr süßen Wein auch hat. Oder die Welch's Family, die berühmt geworden ist oder bekannt geworden ist mit ihrem Traubensaft, die natürlich ihre Trauben bezogen haben von jüdischen Produzenten dieser Conker-Trauben, mit denen der süße Wein produziert wurde. Das heißt, wir haben fermentierten Wein, haben aber auf der anderen Seite auch die Trauben als Grundlage für nicht fermentiertes Getränk. Okay, ich habe jetzt auch hier schon zwei Fragen von unseren Zuschauerinnen über Slido. Und zwar, ich lese mal beide Fragen vor, weil sie sich irgendwo auch ähnlich sind. Gibt es eine Assoziation zwischen Wein und Blut und erklärt es den komplexen Umgang mit dem Wein im Judentum? Die weitere Frage: Erklärt es im Christentum vielleicht auch die Assoziation Wein Gleichheitszeichen Blut? Also ich fasse das mal jetzt einfach zusammen. Ich glaube, beide Fragen zielen darauf hin, ob also in beiden Religionen dieser wirklich sehr vorsichtige Umgang mit dem Wein sich dadurch begründet, dass es mit Blut assoziiert wird. Ist es tatsächlich, kann man das so erklären? Ich gebe die Frage als erstes an Professor Grammett. Thank you. Ja, vielen Dank. Yes, there's something in that. Ja. Clearly in Christian tradition, as I've already said, wir können Folgendes sagen. In der christlichen Tradition ist die Eucharistie zentraler Natur. Und es gibt diese rote Flüssigkeit, ja, Blut, Wein, es sieht halt alles ganz identisch aus. Ich möchte es aus einer anderen Perspektive beleuchten. Und das bezieht sich mehr auf das klassische Verständnis der Gärung. Also klassische griechische Götter, die mit Wein assoziiert werden, Dionysos zum Beispiel. Da gibt es eine gottgleiche Aktivität um den Wein herum. Und vielleicht hatte das mit diesem Fermentierungsvorgang zu tun, der nicht so richtig verstanden wurde. Also, wir sprechen von Traubensaft, ich kann ganz viel Traubensaft trinken und dann passiert gar nichts. Aber
Wenn jetzt irgendetwas damit gemacht wird, kann es dann dazu führen, dass ich vielleicht unfähig werde, sozusagen irgendwas zu tun, weil ich dann betrunken werde, weil also in meinem Körper irgendetwas passiert. Es handelt sich also um eine Transformation, um eine Wandlung vom Traubensaft in Wein, und das wiederum ging einher mit einer göttlichen Aktivität, oder man assoziierte es damit. Und bei der christlichen Eucharistie, Brot und Wein, gibt es ja auch eine theologische Verwandlung. In der Liturgie denkt man dies. Und in der vorchristlichen Zeit hatte man eben auch dieser Frage nachgegangen, der materiellen Transformation. Was kann von einer normalen Substanz hinführen zu einer viel mächtigeren und kräftigeren Substanz, abgesehen von der Farbe? Welche Flüssigkeit könnte genommen werden, sozusagen, um hier ein Symbol zu setzen, zum Beispiel in Form des Blutes, was lebenswichtig ist. Blut und Wein. It would be a stretch. There are some times where there's blood becomes wine and blood, they're metaphors, but natürlich ist das metaphorisch zu verstehen. The concern of dealing with it more has to do with concern of potential interactions with idolatry. Im Grunde geht es im rabbinischen Ansatz eher um die Götzendienerei. Also da ist eher die Verbindung zu ziehen. Das ist anders als in der christlichen Tradition. Ich verstehe. Ich habe hier eine weitere Frage auf Slido. Und zwar, in christlichen Kontexten wird auf Wein im Abendmahl auch verzichtet, um Suchtkranken den Zugang zu ermöglichen. Gibt es ähnliche Regelungen auch im Judentum? Und ich denke mal, dass diese Frage geht natürlich an Professor Rosenblum. Dazu muss ich auch sagen, also ich möchte diese Frage noch erweitern. Und zwar, Kinder bekommen ja anstatt dem Wein Traubensaft zu trinken. Was ist an dem Kiddusch-Wein wichtiger, frage ich mich dann. Dass er ein alkoholisches Getränk ist oder dass er aus Weintrauben gemacht wurde? Was ist dann auch die Begründung? So, you always, when answering a legal question, you always Wenn man have to look eine at the totality, Rechtsfrage beantworten the will, dann muss man ja zunächst einmal schauen, wie viel Information liegt vor. Differenzieren wir mal. Wir reden jetzt über jemanden, der alkoholabhängig ist. Und wir fragen nach seiner Gesundheit, seinem Leben, und in den meisten Interpretationen, wobei man sich immer ein bisschen Raum lassen muss für eine Gemeinde, die dem widerspricht, in der Vergangenheit oder auch jetzt. Aber insgesamt wäre es kein Problem, dass Traubensaft verwendet wird, also nicht fermentierter Saft. Denn in jedem Falle trinkt man etwas, was die gleiche Frucht ist, wie die, aus die der Wein gemacht wird. Das gilt vielleicht nicht für jede Begegnung, aber in diesem Kontext würde es so funktionieren. Und für Kinder gilt das Gleiche. Es gibt Gemeinden, in denen Kinder ein ganz winziges Schlückchen Wein nehmen dürfen, weil man sagt, das macht ja nichts, und in anderen Gemeinden ist das eben nicht so. In den meisten Gemeinden ist es aber eher so, dass man Traubensaft präferiert, aber es kann vielleicht auch starke Gründe geben darüber hinaus. In den meisten Gemeinden sollte es fermentierter Saft, also Wein, sein, aber wenn es Gründe gibt, es handelt sich um Kind, um jemanden, der krank ist, jemand, der alkoholabhängig ist, dann eben nicht fermentiert, also Traubensaft.
Also aus Ihrer Antwort verstehe ich also dann, dass praktisch die Weintraube weitaus wichtiger ist als der Alkoholgehalt. That's what it seems to be, especially, ja, that's why so I scheint like das zu sein. Really und deswegen führe ich ja gerne auch diese Diskussion über das Bier an. Wir haben Wein, also ein Produkt der Traube, und das ist dann hier das Wichtigste. Das führt mich tatsächlich auch gleich zu der nächsten Slido-Frage, die uns ein Zuschauer hier stellt. Und zwar ist es eine Frage auf Englisch, das heißt, ich muss sie ins Deutsche übersetzen. Und zwar, ich habe erfahren, dass die französischen Rothschilds die frühen Zionisten unterstützte bei dem Anbau von Wein. Kann es sein, dass der Genuss von Wein ein Teil der jüdischen Tradition ist? Und tatsächlich, Sie sagten ja auch gerade, eben die Weintraube ist viel wichtiger als der Alkoholgehalt. Was hat das auf sich? Was ist das, diese Verbindung zwischen der Weintraube und den Juden? Okay, so it's a question. This feels very normal for me. A question written in English, translated to German, das translated back to English. Kommt mir jetzt total normal vor. Eine Frage wird auf Englisch gestellt, wird ins Deutsche übersetzt und dann wieder zurückgedolmetscht ins Englische, damit ich sie verstehen kann. Also, was hier deutlich wird, ist Folgendes. Wein und Trauben werden mit Bedeutung beladen. Da ist ja auch bereits angesprochen worden von Professor Grummett die Zusammenarbeit von Klöstern mit Winzern und so weiter. Das heißt, es gibt durchaus Verbindungen, die man aus biblischen Texten in die Moderne ziehen kann. Wein ist dafür gewissermaßen eine Metapher. Die Idee ist hier, dass Trauben auf dem Land wachsen. Und da ist dann die Verbindung zu sehen. Das ist ein landwirtschaftlicher Akt, ein theologischer Akt, der einen ganz starken historischen Anspruch hat. Und ich finde das faszinierend, wenn man sich mit Lebensmitteln befasst und insbesondere mit Alkohol oder Getränken insgesamt. Dann, und das ergibt sich ja aus unseren beiden Vorträgen, hat man es zu tun mit Metaphern für eine Vielzahl von Interaktionen mit der Theologie, mit der Geschichte, und das deckt einen Zeitraum von 3000 Jahren. Ich hoffe, das ist eine Antwort auf die Frage. Ich denke, wir haben es hier mit einer wirkmächtigen Metapher zu tun. Hier wird wirklich auf dem Land gearbeitet. Hier kommt eine Frage auf Slido an Professor Grummett. Im Judentum wurde Wein, soweit ich weiß, im Mittelalter verdünnt, weil er zu stark war. Wird das auch im Christentum für die Eucharistie getan? Yes, though I want to qualify that by saying yeah. Aber es ist etwas anderes, wenn man vom liturgischen Gebrauch heranzieht. Also das Verwässern des Weines ist das eine, aber der liturgische Gebrauch muss anders bewertet werden. Wasser und Wein, wenn sie zusammenkommen, was bedeutet das? Der Wein bedeutet die Göttlichkeit, die Gottheit, die dargestellt wird, und das Wasser das Menschliche, das Irdische. Wenn wir eine theologische Verbindung herstellen zwischen der Gottheit und dem Menschsein, dann ist dies hier zu berücksichtigen.
Und natürlich geht es vor allem darum, dass die Gottheit von Jesus Christus nicht verloren geht. Wenn also Wasser die Menschheit, die aufgeht in der Gottheit, bedeutet, dann bedeutet das, dass also nur ein Tropfen Wasser hineingegeben wird in den Kelch. Und das andere Beispiel war aber ein verwässerter Wein. Da kann man natürlich schon am Geschmack merken, dass es verwässert ist. Und das hat dann wiederum nichts mit der theologischen Bedeutung zu tun. Also wir in der Eucharistie geht es vor allem darum, dass die Gottheit vollkommen bewahrt wird und nur mit einem Tropfen Menschlichkeit verwässert in Anführungsstrichen wird. Ich habe eine Frage an Professor Rosenblum, und zwar: Das achttägige Pessachfest wird am Sederabend eröffnet und geht oft bis spät in die Nacht. Und auf dem Sederabend müssen von allen Teilnehmenden 4 Gläser Wein getrunken werden und ein 5. Glas wird für den Fall bereitgehalten, dass der Prophet Eliyahu zu Besuch kommen könnte. Können Sie uns mehr über das Pessachfest und die vielen Weingänge am Sederabend erzählen? So, yeah, so thank you. The Passover Seder is perhaps das the most famous Seder instance of ist wahrscheinlich die rabbinic binge drinking, really, bekannteste, das bekannteste Beispiel für rabbinisches Binge Drinking. 4 Gläser Wein und wie Professor Grummet gerade sagte, unverdünnt. Also in der Regel wurde das nicht verdünnt. Also 4 nicht verdünnte Gläser Wein, das ist viel. Und 4 zu 1 wurde gemixt, wenn gemixt wurde. In Griechenland galt jemand, der unverdünnten Wein trank, als Trinker. Das war gewissermaßen eine Beleidigung der anderen, den Wein unverdünnt zu trinken. Man trank den Wein verdünnt. Aber für die Rabbis haben wir hier ein Symbol des biblischen Rituals. Es ist nach der Zerstörung des zweiten Tempels in 70 C. Und die Rabbis versuchten, die Möglichkeit zu finden, eine tempelbasierte Religion in eine weltliche Religion zu übersetzen. Und es gab dann die Feierlichkeiten und die Rabbiner bemühten sich darum, das entsprechend zu nutzen. Und eine der Möglichkeiten war, zu sagen, es wird Wein getrunken. Es wird miteinander geredet, es gibt philosophische Diskussionen und das haben wir dann am Sederabend, also 4 Gläser Wein und das 5. für den Propheten Elia. Und vielleicht sogar auch noch Wein dazwischen. Im Grunde ist es so, dass im Großen und Ganzen der Ansatz eher ein abstinenter war. Also man sagte ein Glas normalerweise, ne, für einen Erwachsenen und am Sederabend aber dann doch 4. Ein ganz besonderer Moment, ein feierlicher Moment, die Befreiung von der Sklaverei, der Genuss, dass es einem gut geht, ein wichtiger Augenblick, in dem auch eine Verbindung zur Geschichte der Vorväter gesucht werden soll. Und auch tatsächlich Reichtum, Wohlstand für alle, also auch wenn jemand sehr arm war, sollte er oder sie leben, als wäre er oder sie reich an diesem Abend. Wir bleiben thematisch ein bisschen bei dem Pessachfest. Und zwar, Professor Grummet,
Hier kommt eine sehr lange Frage von meiner Kollegin Sosha Novak und die muss ich vorlesen. Sie sprachen über traditionelle christliche Auffassung, dass die Wurzeln der Eucharistie in dem Pessachfest zu finden sind. So singen die Christen in der Osternacht Hac sunt enim festa Pascalia, dies ist das heilige Osterfest. Allerdings ist die Auffassung, dass Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Tod den Pessach-Sederabend feierte, nicht unwidersprochen in den Evangelien. Gemäß Johannes-Evangelium war das letzte Abendmahl kein Pessachmahl, weil Jesus in der Stunde starb, als die Pessachlämmer für die bevorstehende Pessachnacht geschlachtet wurden. So identifiziert auch Paulus Jesus direkt mit dem geschlachteten Tier. Zitat: Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuen Teig, damit ihr neuer Teig seid. Ihr wart ja schon ungesäuertes Brot, als unser Pessachlamm Christus geopfert wurde. 1 Korinther 5,7. Laut Johannes Evangelium war also das letzte Abendmahl ein normales Mahl und kein Pessachmahl. Wie haben die christlichen Kommentatoren diesen offenkundigen Widerspruch zu überbrücken versucht? Und kann man basierend auf diesem Evangelium eine andere Herkunft der Eucharistiefeier herleiten? Welche Konsequenzen hätte es für das christliche Eucharistieverständnis? Thank you very much. That's a great question. And I do in fact go into this a little bit. Und tatsächlich habe ich in meinem Buch Theology on the Menu, was ich vor einigen Jahren geschrieben habe, auch bin ich darauf eingegangen. Genau, also wir führen das schon auf Passafest zurück, aber wir sprechen natürlich, wie Sie vorgelesen haben, ja auch von dem Pessachlamm. Und wenn wir von Wein und Blut sprechen und so beides miteinander in Verbindung sehen, glaube ich, dass wir genauso denken können, wenn wir von Wein im Pessachmahl und dem Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, denken können und das vergleichen. Also das Blut nicht in den synoptischen Evangelien, diese identifizieren das ja indirekt mit dem Blut. Das heißt, das Blut, was also morgen vergossen werden wird. Aber wir haben im anderen Evangelium, sagt Johannes, einen anderen direkteren Bezug. Und ja, wenn man also diesen Bericht von Johannes lesen kann, da gibt es verschiedene Details, die betonen, dass dies gerade an dem Tag, an dem Passatag vonstatten geht. Man kann sogar bedenken, dass man tatsächlich, dass sich Jesus sozusagen als Opfer hingibt, so wie das bei einem Tieropfer der Fall ist. Er teilt das Blut, er teilt es mit allen fühlenden Wesen. Aber am Ende der Frage sagten Sie ja auch etwas von den Ursprüngen in der Eucharistie. Und ich habe mich hier in meinen Ausführungen natürlich nur auf einen Teil des Ganzen bezogen. Aber tatsächlich ist es so, dass die christliche liturgische Praxis sehr wichtig ist und gerade in den unterschiedlichen Regionen der Welt. Und die liturgische Praxis entwickelt sich so schnell, dass es schwierig wäre, zu
sagen, naja, dass sie nicht vielleicht vom von der Tempelpraxis beeinflusst werden könnte oder anderen rituellen Praktiken, also im Sinne der Opfergaben oder eines Trankopfers auf die eine oder andere Art und Weise, selbstverständlich. Und hier kommt auch schon eine weitere Slido-Frage direkt an Professor Grammett. Das Christentum kennt zahlreiche Regeln in Bezug auf die Handhabung des sakramentalen Weins. Welcher Wein darf für die Eucharistiefeier benutzt werden? Thank you. There are no particular rules about ja, vielen Dank. Aber es gibt eigentlich keine Regeln, welcher Wein zum Beispiel hergenommen werden muss oder kann. Auch heute ist es in verschiedenen Teilen der Welt so, dass wir unterschiedliche Weine heranziehen. Also ein tief dunkelroter Wein, den kann man natürlich also sichtbarer mit dem Blut Christi gleichsetzen. Und natürlich gibt es auch ein praktisches Thema, nämlich es kann sein, dass er sich länger hält. Denn das mag sein, dass auch nicht mal am Sonntag eine ganze Flasche sozusagen ausgereicht wird. Das heißt, die Flasche bleibt offen und hält sich dann vielleicht länger, je nach Wein, den man nimmt. In Frankreich ist es auch so, da gibt es ja auch eine anglikanische Gemeinschaft, und da wurde weißer Wein genommen. Das war also akzeptiert, das war die Tradition der Kirche. Aber das Problem war, dass es also sehr schnell bitter geworden ist, dieser Wein. Und ich weiß noch, dass eine Dame dann sagte, als man zu Rotwein überging, sagte sie, ja, also das war sehr wichtig für sie, dass aber gerade dieser weiße Wein etwas Bitteres hatte, denn es hat sie daran erinnert, wie bitter dieses Leid und der Tod Christi war. Also die kurze Antwort ist die, jeder Wein kann benutzt werden, herangezogen werden, jedenfalls nach klassischer Sicht, solange es Alkohol, ein Alkoholgehalt hat. Wir unterscheiden zwischen dem Konsumieren und der Gabe des Weins. Es bedeutet nicht, dass jeder, dem der Wein angeboten wird, ihn auch konsumieren muss. Also das ist auch in der Kommunion so. Wenn zum Beispiel jemand abhängig ist oder alkoholsüchtig, dann muss er diesen Wein gar nicht annehmen. Und das habe ich auch in meinen Ausführungen so versucht darzulegen. Es gibt ja immer diese Realpräsenz, von der wir ausgehen, in den Formen, in den Gestalten, Brot und Wein. Und das ist für uns natürlich erheblich. Professor Rosenblum, Sie haben gesagt, dass Jain Nesek, also Wein, das als Trankopfer von einem Nichtjuden ausgegossen wurde, verboten sei. Der Wein, der einem Nichtjuden gehört, ist Stam Venam. Sie sprachen vorhin auch von Yain Mevushal, also gekochter Wein, der dadurch koscher wird. Und jetzt kommt wahrscheinlich eine sehr deutsche Frage. Bedeutet das, dass der Glühwein, den man auf den Weihnachtsmärkten trinken kann, koscher ist? Yes, sorry. The thing disappeared from my screen. I don't know what happened. But yes, so von meinem Bildschirm. Ich weiß gar nicht, was los war. Also, ist gekochter Wein koscher? Ja, das war die Frage, oder?
Ich habe versucht, hier alles zu klären auf dem Bildschirm. Kein Problem. Ich kann die Frage noch mal ganz kurz und einfach stellen. Und zwar, Yain Mevushal, gekochter Wein, also der durch das Kochen eben koscher geworden ist, bedeutet das, dass man als orthodoxer Jude auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken kann? No, no. So imagine the also, the cooking process. Sie müssen sich vorstellen, dass der Kochprozess sozusagen der Pause-Button auf der Fernbedienung ist. Das heißt, hier wird etwas pausiert und festgeschrieben oder gehalten in einem Status dieses Moments, wenn man jetzt hingeht und Wein kocht, Gewürzwein oder Wein mit Gewürzen, also Glühwein, dieser Wein aber nicht von einem rabbinischen Juden bereitet und gehandelt wurde, dann pausiert man den Status, der eben nicht koscher ist. Die Idee des gekochten Weines ist aber, die Pause in dem Moment zu machen, in dem ein rabbinischer Jude den Wein gehandhabt hat. Und was dann danach passiert, ist egal. Denn die Sorge war hier Götzendienerei. Wie gesagt, es ist tricky, nichtsdestoweniger. Denn viele verweisen zum Beispiel auf die griechischen oder römischen Texte und sagen, hier gibt es keinen Text, in dem gesagt wird, liebe Mitgötzenanbeter, hier ist kein Wein gekocht. Aber in dem Moment, in dem wir uns mit der rabbinischen Tradition befassen, haben wir auch die soziale Situation mitzusehen, in der bestimmte Dinge geschehen oder eben nicht. Und ich sage immer wieder, dass die koscheren Vorschriften, Kaschrut, nicht nur mit der Lebensverzehr von Lebensmitteln zu tun haben, sondern es geht auch um bestimmte soziale Situationen und um die Frage, was ist wünschenswert und was ist nicht wünschenswert. Es gibt so viele Elemente und Aspekte, die dafür sorgen, dass etwas koscher ist oder eben nicht. Ich habe hier eine Frage an Professor Grummet. Und zwar eine Zuschauerin oder Zuschauer fragt, Moment, ich muss es gerade auch, wie wird der Wein hergestellt, aufbewahrt und ausgeschenkt? Ich glaube, das hatten wir schon gerade besprochen. Und ab wann wird der Wein symbolisch oder real zu Blut? Welche Worte muss man sagen, dass das passiert? Thank you. Well, the Christian Eucharist or Mass or Lord's Supper, depending on your denomination and the term you use, this is where the transformation is believed to happen. There are different prayers. Während der Eucharistie vollzieht sich die Wandlung. Da gibt es verschiedene Vorstellungen von in verschiedenen Religionen oder Konfessionen. Aber der Priester wiederholt die Worte Christi, die er am Abendmahl, beim Abendmahl gesprochen hat. Also das Brot wird geheiligt, dann der Wein wird geheiligt. Aber natürlich nicht alle Konfessionen glauben ja, dass es diese Wandlung gibt. Aber diejenigen, die daran glauben, sagen, nehmen die Worte heran, die während des Abendmahls von Jesus Christus gesprochen worden ist. Sind. Professor Rosenblum,
wie wird der koschere Wein heute hergestellt? Welche Regeln gibt es in Bezug auf die Beteiligung der Nichtjuden bei der Produktion? Kann koscherer Wein von Nichtjuden überhaupt produziert werden? Und wenn ein Nichtjude den Wein nur durch das Anfassen der Flasche für den Gebrauch ungeeignet macht, dürfen in jüdischen Restaurants nur jüdische Kellner eingestellt werden? So, that's a great question. I'm actually going to start at that last question because it's one of my favorite. Ich beginne mal mit dem letzten Teil, denn das ist eines meiner Lieblingsbeispiele für meine Studierenden. Das ist nämlich da, wo der gekochte Wein wirklich wichtig ist. Denn wenn man keinen gekochten Wein hat und nicht jüdische Kellner oder Kellnerinnen, hat man ab einem bestimmten Moment tatsächlich das Problem der Zuweisung von Wert. Also natürlich repräsentiere ich hier nicht die Gesamtheit aller jüdischen Interpretationen, aber viele würden, wenn der Wein nicht gekocht wäre, hier ein Problem sehen. Wenn der Wein aber gekocht ist, ist es ja kein Problem, denn dieser Pauseknopf, den ich eben nannte, ist ja gedrückt worden. Das heißt, es ist dann egal, was mit dem Wein danach passiert. So, jetzt zum Anfang der Frage. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Zubereitung oder Produktion des Weines. Aber wenn wir uns hier unter WissenschaftlerInnen bewegen, sage ich mal, dass die größten orthodoxen zertifizierenden Agenturen eine bestimmte Vorstellung haben, wie es passieren soll. Die Produktion der Trauben erfolgt durch Juden und Jüdinnen im Rahmen der rabbinischen Vorschriften. Natürlich können auch andere Nicht-Juden, Nicht-Jüdinnen involviert sein, aber es muss eine jüdische Aufsicht sein über diesen Prozess. Es ist also eine Produktion, die eine starke jüdische Partizipation bedingt, denn die Momente, die als Transformationsmomente beschrieben sind, sind ähnlich wie das, was Professor Grummet hier gerade über das Abendmahl gesagt hat. Ich kann also hingehen und die richtigen Worte sagen oder sprechen in einem bestimmten Kontext, aber weil ich nicht christlich bin, haben sie die Worte dann nicht die Bedeutung oder die Wirkung, die sie ansonsten haben werden. Also davon hängt eben auch der koschere Status dessen, was man produziert, ab. Heute ist es wesentlich leichter, koscheren Wein zu produzieren. Und in Gemeinden, in denen der Wein produziert wird, zieht man auch diesen dann produzierten Wein vor, weil man ja auch weiß, ob er eben koscher ist oder nicht. Und man weiß auch um die Schwierigkeiten des Umgangs mit dem Wein, was ja ein Problem für alle Gemeinden ist. Man müsste das recht technisch jetzt schildern, wie genau der Wein produziert wird, aber in jedem Fall ist klar, dass es in jedem Moment des Prozesses eine jüdische Aufsicht geben muss und in dem Moment, in dem der Wein gekocht ist, diese Notwendigkeit nicht mehr besteht. Ich kann das natürlich auch noch ein bisschen technischer schildern, wenn Sie das wollen, aber ich glaube, das ist vielleicht jetzt erstmal genug. Sie haben jetzt das wunderbar von den ganzen Produktionsprozess beschrieben. Natürlich interessiert die Menschen auch der Konsum des Weins. Und Sie hatten ja vorhin gesagt, dass der Konsum von Alkohol, von Bier zum Beispiel, in einer in einer nichtjüdischen Kneipe soll man mit Nichtjuden kein Bier trinken, weil die Gefahr der Mischehe besteht. Es könnte ja sein, dass man sich dort verliebt oder eben sogar ein Versprechen einer Verlobung abgibt, etc.
Nun ist es ja aber so, dass Nichtjuden in jüdische Kneipen durchaus auch eingeladen werden und mit Juden in der jüdischen Kneipe oder in der jüdischen Bar trinken. Gibt es denn da nicht die Gefahr, dass eine Mischehe zustande kommen könnte? So, there's a few things here that's that are really interesting. Number one, da gibt's ein paar interessante Aspekte. The rhetoric of erstens, die Rhetorik der Kontrolle ist eine andere und das gilt für alle koscheren Regeln, die sich auf Essen oder Trinken beziehen. Wenn es eine jüdische Einrichtung ist oder ein jüdisches Zuhause unter jüdischer Aufsicht, dann sind die Regeln ein bisschen anders. Und hier sehen wir ein schönes Beispiel für diese soziale Kontrolle. Wenn man jemanden nur zu sich nach Hause einlädt, aber nicht zu jemandem nach Hause geht, dann etabliert man natürlich eine soziale Schranke. Aber die Regeln sind kompliziert. Robert Liberalis hat ein Buch geschrieben über Juden und Kaffee. Als Kaffee nach Deutschland kam, wollten deutsche Juden in Kaffeehäuser gehen, auch in nicht-jüdische dann. Und die Frage war, wie geht man damit um? Also es ist sehr viel von der sozialen Interaktion, was reinfließt in die Frage, ob etwas koscher ist oder nicht, oder in die Entscheidung, ob etwas koscher ist oder nicht. Und es ist heute nicht leichter als früher, vielleicht sogar etwas komplizierter. Denn natürlich sind viele Juden und Jüdinnen bereit, Bier zu trinken mit Nichtjuden oder Jüdinnen in einer nichtjüdischen Taverne oder Kneipe. Gleichzeitig wollen sie vielleicht die koscheren Regeln einhalten. Es ist also ein bisschen schwieriger, hier einen Weg zu finden. Ich habe ja in meinem Vortrag über diese alten Texte gesprochen. Und natürlich wird es ein bisschen schwierig, wenn man die gelebte Realität anschaut. Denn es gibt mehr Texte von Menschen, die sich beklagen darüber, dass andere sich nicht an die Regeln halten. Und ich nehme an, Professor Grummet kann auch über die ersten Kirchenräte sprechen und über die Vielzahl von Klagen, die es gab. Texte, Briefe, die geschrieben wurden, die also beklagten, es gibt hier Regeln, aber die Leute halten sich nicht dran. Wir wissen aber, dass die Leute Fehler machen. Die Leute wollen zusammen essen, sie wollen zusammen trinken, sie machen vielleicht auch Fehler in der Küche. Und die Wege, die sie finden, um zu interagieren und gleichzeitig sich an die Regeln zu halten und so zu leben, wie sie leben wollen, macht es schwer, eine einfache Antwort zu geben auf Ihre Frage. Ich kann nicht einfach mit Ja oder Nein antworten. Okay. Wir haben hier also noch eine weitere Zuschauerfrage. Offensichtlich beschäftigt es unsere Zuschauer sehr, dass Jesus sich in Wein und Brot verwandeln kann. Das lässt die Zuschauer anscheinend nicht los. Deswegen lese ich jetzt die weitere Frage vor. Die Materie des Weines und des Brotes wird in der Eucharistie verwandelt. Es wird real oder symbolisch zu Jesus Blut und Leib. Wie kann man das verstehen? Da gibt es also eine ganze Reihe von Theorien, die entwickelt worden sind, damit man das besser verstehen kann. Einige dieser Theorien besagen, dass Jesus real präsent ist. Also nicht sozusagen, ja, wenn man den Weinkelch in der Hand hat und den Wein trinkt, dann trinkt man sein Blut. Nein, das nicht. Aber wenn man glaubt, dass Jesus
wieder auferstanden ist in einer Art körperlichen Form, dann ist sozusagen das Brot oder die Hostie eben das Sinnbild für seinen Leib. Das ist kein Kannibalismus. Es gibt dann in diesem Zusammenhang diesen Begriff der, des Scheins, des Aussehens. Also wie sieht der Wein aus? Wie sieht das Brot aus? Das bietet sozusagen die Brücke zwischen diesen Vorstellungswelten. Es ist ein Wein, aber es ist diese Gestalt des Weines, die sich wandelt. Wir nennen das die Gestalt. Und das ist die Essenz im Grunde, um die es geht. Diese Essenz, die wird Christus ähnlich. So könnte man es vielleicht formulieren. Professor Grammett, wenn Juden über Eucharistie denken, denken sie oft an die zahlreichen Prozesse um die Hostienschändigung, die zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert stattfanden und in denen vor allem Juden des Missbrauchs von Hostien beschuldigt wurden. Im Berliner Hostienschädigungsprozess von 1510 wurden 39 Juden verurteilt und verbrannt. Als Folge wurden alle Juden aus der Mark Brandenburg ausgewiesen. Wie lässt sich die Entstehung dieser Vorstellung erklären und warum war sie so überaus populär? Ja, Hostienschändung. Das ist eine furchtbare Geschichte, die die Christen hier in die Verfolgung der Juden getrieben haben. Ein Teil der religiösen und sozialen Dynamik bestand wahrscheinlich darin, dass es hier um etwas ging, was den christlichen Glauben und die Praxis wiedergespiegelt hat, mit denen die Menschen damals in Verbindung standen. Wahrscheinlich war es so, dass diejenigen, die eine andere Gruppe verfolgen wollten, dann auch Ansprüche angemeldet haben und gesagt haben, okay, die haben das und das gemacht, das ist mir wichtig, das ist zentral für meinen Glauben, also und wir sind in unseren tiefsten Überzeugungen gefrevelt worden. Es gibt viele Überlegungen und viele Gedanken Ende des Mittelalters hinsichtlich der Macht, der Kraft der konsekrierten Hostie und ihrem Umfeld. Also oftmals haben die Christen die Hostien aus den Kirchen hinausgetragen, also zum Beispiel als Schutz gegen Flut, gegen Feuer oder damit es besser gedeihen würde, das, was auf den Feldern wuchs. Also die Christen haben die Hostien teilweise rausgenommen aus der Kirche und der Klerus hat das mehr oder weniger hingenommen. Ob Juden das überhaupt so gemacht haben oder zu in welchem Umfang sie es gemacht haben, sei dahingestellt. Aber es wurde natürlich benutzt, als wie man das macht, wenn man jemanden auf jemanden anderen mit dem Finger zeigt. Man beschuldigt ihn einer Sache und bestraft ihn dann. Ja, wir bleiben auch bei dem Thema. Hier kommt eine Frage an unsere beiden Gäste, auch wieder von meiner Kollegin Sosha Novak, die ich vorlesen muss. Das Judentum scheint von der Sorge getrieben zu sein, Nichtjuden würden den jüdischen Wein für ihre religiösen und damit götzendienerischen Zwecke missbrauchen. Das Christentum war von einer ähnlichen Obsession betrieben,
Die Nichtchristen, historisch meistens die Juden, würden geheiligte Hostien, also das Allerheiligste, missbrauchen. Lässt sich hier eine Gemeinsamkeit beobachten? Das jeweils Heilige, Wertvolle muss besonders geschützt werden, weil sich andere dessen bemächtigen können. Das war das, was mir als Jude oder Christ heilig ist, muss unausweichlich die Begehrlichkeiten des anderen wecken. What I would say to that, and I'm sure we'll both have our answers, is ich denke, wir haben beide Antworten. Ich würde Folgendes sagen. Während Sie sich die Geschichte anschauen, dann stellen Sie oft fest, dass über andere geredet wird, aber nicht mit anderen. Beispiel. Der Wissenschaftler, der gerade ein Buch veröffentlicht hat über das Blut. Opfer. Also die Geschichte wird einfach immer wieder weitererzählt. Niemand redet mit anderen, sondern es wird immer über andere geredet. Jemand sagt, in der hebräischen Bibel stünde der Verbot, das Verbot, Blut zu konsumieren. Und zum Beispiel das Trankopfer in den rabbinischen Texten geht darauf zurück. Also ich versuche, diese historischen Beispiele anzuführen, um deutlich zu machen, dass es besser ist, wenn man miteinander spricht und nicht übereinander. Vielleicht sieht Professor Grummet das anders. Ja, es ist sehr wichtig, dieser Schutz. Ich möchte Folgendes hinzufügen. Wem gegenüber schützen wir denn diese Gestalten, vor allem die Hostie? Diese Hostie war ja einfacher aufzuheben und zu bewahren als zum Beispiel bei dem Wein und war also insofern auch üblicher in der christlichen Praxis. Es gab Sorgen im 12., 13. Jahrhundert, 11., 12. Jahrhundert, dass Christen zum Beispiel diese Hostien benutzten, wie ich vorher sagte, zum Schutz gegen Feuer oder damit es eine gute Ernte gäbe und so weiter. 1215 gab es einen Beschluss, dass nämlich die Hostie verschlossen bleiben sollte. Also das war die Hostie, nicht der Wein. Aber es war eben ein Teil dieser Gestalt und da ging es aber nicht darum, sozusagen hier einen Schutzwall gegen die Juden zu errichten, sondern überhaupt, dass sie nicht aus der Kirche, aus der Obhut der Kirche entfernt werden könnten. Und die Hostien wurden ja auch an die Kranken gegeben oder sozusagen, wenn jemand auf dem Sterbebett liegt. Also insofern mussten sie geschützt werden. Nicht geschützt gegen andere Religionen, sondern geschützt auch von der eigenen Mehrheit in der Region, Religion, damit sie für die wahren Zwecke zur Verfügung stehen könnten. Und das hat natürlich auch der Hierarchie eine größere Macht eingeräumt durch dieses Wegschließen. Und die Präsenz Gottes im Brot und im Wein spielt ja eine wichtige Rolle und entwickelt sich auch weiter über die Geschichte und hat sich dort auch weiterentwickelt auf dieser Grundlage. Das sind also liturgische und Faktoren, die natürlich immer auch mit Macht zu tun haben und die spielen auch da rein. Professor Rosenblum, die Vorstellung von Yain Nesach und Yain Stam
haben, wie Sie gesagt haben, ihre Wurzel in der heidnischen Antike, als Trankopfer üblich waren. Aber auch andere Speisen wurden in nichtjüdischen rituellen Kontexten verwendet, wie zum Beispiel Öl. Gab es ähnliche Sorgen oder Einschränkungen, was die Produktion und Verzehr vom Öl anbelangt? Ja, so, well, yes and no. So, ja, the, we'll start with that. So, in terms of idolatry, really wine was Götzendienste angeht, the main food item, da ist Wein tatsächlich das wichtigste Lebensmittel, was diskutiert wird. Was jetzt Lebensmittel angeht, die von Nicht-Juden produziert werden, nun, da ist Öl durchaus ein interessanter Fall. Denn es gibt keine Probleme, was Öl angeht, in der hebräischen Bibel, aber in den Texten aus der Zeit des Zweiten Tempels findet sich zum Beispiel der Begriff jüdisches Öl. Es ist kompliziert zu beschreiben, was genau das ist. Aber man hat zum Beispiel Texte, in denen klar wird, jemand versucht, ein Monopol zu schaffen, um den Markt zu beherrschen, was jüdisches Olivenöl angeht. Es gibt nichtsdestoweniger keinen Text, in dem steht, dass Olivenöl von Juden produziert werden muss. 200 CI haben wir die erste entsprechende Mishnah und da geht es wiederum um die Götzendienerei und da ist von Wein, Brot und Öl die Rede. Und was Wein angeht, da besteht halt die große Sorge beim Öl oder Olivenöl, wird gesagt, ja gut, wir sind besorgt, aber vergiss es. Und ja, es gibt Sorgen, was die Monopole angeht und dass die Ölproduktion zu stark kontrolliert wird oder so. Und beim Brot gibt es auch Sorge, aber Brot ist wirklich interessant in diesem Kontext, denn wenn es eine jüdische Bäckerei in der Stadt gibt, dann sollte man dort kaufen. Wenn es keine jüdische Bäckerei gibt, dann darf man auch von einem nicht-jüdischen Bäcker kaufen und das hat dann nichts mit Götzendienerei zu tun. Es gibt Ivo, eine Lieblingsfigur von mir, lebt in einer Stadt mit einer jüdischen Bäckerei und er geht raus und überschreitet dann die Grenze zur Nachbarstadt, wo es keine jüdische Bäckerei gibt und da kauft er sein Brot. Also im Prinzip könnte er eigentlich in seiner Stadt kaufen, aber er macht einen Umweg und kauft woanders und darüber ist man natürlich nicht so glücklich. Aber auch hier sehen wir wieder die soziale Dimension. Wein ist das wichtigste Lebensmittel, was die Frage der Götzendienerei angeht. Bei den anderen Produkten ist es nicht so ausgeprägt. Okay, also ich habe hier eine Frage auf Slido. Aber nein, ich werde sie noch, ich hebe sie noch etwas auf. Eine schöne Frage, aber ich hebe sie noch auf. Also Sie müssen, liebe Zuschauer, Sie müssen dranbleiben. Diese Frage ist wunderbar, aber vorher werde ich eine andere Frage stellen. Und zwar, Professor Grummet, Sie haben erklärt, dass es im Mittelalter eine Diskussion zwischen den Franziskanern und Dominikanern in Bezug auf den Status von dem Blut Christi gab. Die Dominikaner sehen das Blut als das Blut Christis als Teil seiner Menschlichkeit und franziskanische Theologen hingegen lehren, dass das vergossene Blut Christi in der Welt der Natur zurückblieb und somit die Vergänglichkeit des hiesigen Lebens symbolisiert, also den Tod, eine negative Behaftung. Das bedeutet, dass der Kelch im Grunde eher eine Abwesenheit anstatt einer Anwesenheit Christis darstellt.
ist diese franziskanische Theologie der Grund dafür, dass es in der katholischen Kirche nur in seltenen Fällen üblich ist, die Kommunion in beiden Gestalten, Brot und Wein, zu spenden? Und wie ist es bei anderen christlichen Konfessionen? That is a good hunch, and I've wondered this in the past. Ja, es ist eine gute Idee, sozusagen es so zu formulieren. Und in der römisch-katholischen Kirche sehen wir, also Thomas von Aquin war ja eigentlich dieser Mönch, der praktisch diese franziskanische Theologie vorangebracht hat. Und gerade in Bezug auf Ökologie zum Beispiel ist das heute gerade hervorgehoben worden und hervorgetreten. Aber im römisch-katholischen Kontext können wir sagen, dass es eine Schwierigkeit gibt, den Wein so auszureichen, ohne Gefahr zu laufen, dass dieser Wein sozusagen verschüttet wird. Das darf man ja, das muss man ja auf jeden Fall vermeiden, wenn sozusagen die Wandlung stattgefunden hat. Und das natürlich gilt auch für das Brot. Und ich glaube, da liegt die Ursache drin. Also man darf nichts verlieren, wenn die Geistlichkeit in diesen Gestalten vorhanden sind. Und gerade für den Laien, der also die Hostie ja nicht immer erhalten hat, es war ja tatsächlich so, dass die Gläubigen, also vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gar nicht die Hostie ausgereicht bekommen haben, sondern sich in einer spirituellen Gemeinschaft wiedergefunden haben. Also die Tradition bestand eigentlich durchaus darin, dass keine Hostie gegeben wurde. Und ich könnte jetzt sagen, ja, es sollte diese Hostie jedermann empfangen und regelmäßig, und der Kelch mit dem Wein gehört sicherlich auch dazu. Ich habe hier eine weitere Slido-Frage an Professor Grummet. Professor Grummet zeigte Christ in Kelta, als Auslegung von Jesaja 63. In Jesaja ist aber nur die Rede von Rache, Strafe Gottes. Haben die Bilder etwas mit Rache zu tun? Yes, there are these two different traditions around Christ. Es gibt zwei verschiedene Traditionen in der Kelta, also von Christ in der Kelta. Und ich habe da nur kurz drauf abgehoben. Bei einem ging es um Folgendes. Ja, also die Trauben werden getreten, und zwar mit Wut. Und da gibt es also ein Element, was auch bei der Kreuzigung Jesu zum Zuge kommt. Also es geht um eine Beurteilung, eine Bewertung, und es geht darum, dass der Mensch vieles eben nicht mitgebracht hat. Deswegen ist Jesus am Kreuz für uns gestorben. Auf der anderen Seite gibt es einen anderen Aspekt, nämlich die Kreuzigungstheologie, die mit der Errettung einhergeht, also dass Christus die Menschen erretten will. Wir schauen das Kreuz an, und da gibt es also ja das Urteil, aber auch die Rettung.
und die Freude. Und Wein und der Gebrauch von Wein gibt eben auch Freude. Das heißt also, es gibt beide Extreme, die im Grunde genommen in dieser Assoziation mit der Kälte enthalten sind. Ich komme zu unserer letzten Frage und deshalb habe ich auch diese Slido-Frage für den Schluss aufgehoben. Gibt es im Christentum oder Judentum Traditionen oder Situationen, in denen der Rausch des Alkohols einen positiven Aspekt haben kann? Und da komme ich auch zu meiner Frage, die sich dem anschließt eigentlich. Wein hat eine berauschende Wirkung, wie wir alle wissen. In einigen Naturreligionen werden auch andere Rauschmittel in Ritualen verwendet, um spirituelle Gefühle zu verstärken. Würden Sie sagen, dass dieser Zweck auch beim Weingebrauch im Judentum und Christentum manchmal eine Rolle spielt? Professor Rosenblum? That's a lot to say. So we'll start with the second part. Dazu lässt sich natürlich sehr viel sagen. Ich beginne mit dem zweiten Teil. Es gibt mystische Traditionen in einer Vielzahl von Religionen, natürlich auch im Judentum, die Kabbala, die jüdische Mystik. Und es gibt eine Vielzahl von Praktiken, um einen anderen Geisteszustand zu erreichen, zu viel trinken oder andere Drogensubstanzen nutzen, um das eigene Bewusstsein zu ändern. Oder all diese Sachen zu machen und dann an Gott zu denken und mystische Erfahrungen zu haben wie ein Kabbala-Denker im Mittelalter sagte. Wenn man sehr betrunken ist oder wenn man tagelang nicht schläft und an Gott denkt, dann hat man eine eigene sehr starke Erfahrung mit Sicherheit. Also das ist eine Möglichkeit, wir können in diese Richtung denken. Natürlich ist es in der Regel so, dass in den Texten zur Mäßigung aufgerufen wird. Aber wir haben zum Beispiel im März jedes Jahr das Fest der Esther. Die Geschichte der Esther wird erzählt. Viele Juden und Jüdinnen starben. Es passierte dann aber ganz viel. Die ganze Situation kehrte sich um. Und am Ende wurden die Feinde bestraft und es wurde ein feierlicher Anlass und dieser wurde tatsächlich auch begleitet von Trinken, wenn auch nicht von exzessivem Trinken. Es gibt eine berühmte Geschichte im Talmud, es gibt eine nicht berühmte Geschichte im Talmud. Ich erzähle das immer wieder gern. Zum einen heißt es, dass die Juden sich an diesem Feiertag so intensiv betrinken müssen, dass sie vielleicht wirklich doch unterscheiden können, wer der gute und der schlechte Mordechai oder Haman ist in dieser Geschichte. Und jeder kennt diese Geschichte und argumentiert, dass es eine Geschichte dazu aufruft, exzessiv zu trinken. Aber es gibt auch noch eine andere Geschichte, die ebenfalls in dieser Zeit spielt. Ein Freund bringt seinen anderen Freund um, trinkt, tut das, ist sich nicht darüber bewusst, am nächsten Morgen sieht er das, bereut und sein Freund erwacht wieder zum Leben. Und
Auch das ist eine Geschichte, die darauf verweist, es wird zu viel getrunken und das könnte gefährlich sein. Das heißt, die Moral ist sozusagen, selbst wenn du zu viel trinkst, sollte es nicht zu viel sein. Also ein bisschen loslassen, aber erinnern, dass man noch möchte, dass der Freund morgens noch lebt. Vielen Dank, Dr. Rosenblum. Das war übrigens die kürzeste Zusammenfassung der Esther-Geschichte, die ich jemals gehört habe. Meinen großen Respekt an Sie. Und die Frage geht aber natürlich auch an Professor Grummet. Yes, thank you. I don't have such a long answer as that. Also ich habe nicht so eine lange Antwort. In der christlichen Tradition ist Mäßigung etwas, was betont wird. Das geht immer aus den Schriften hervor. Also was auch Mäßigung immer heißen mag, das mag vom einen zum anderen sich unterscheiden. Aber in spirituellen Schriften ist die Mäßigung etwas sehr Wichtiges und wenn wir von Wein sprechen oder vom Betrunkensein, von der Trunkenheit, dann wird die Rationalität heruntergeschraubt. Heißt das, dass die Trunkenheit etwas ist, was sicherlich nicht gefördert wird, aber es gibt genügend Bezüge darauf. Und es ist auch so, dass man sich immer fragen muss, wer ist eigentlich, ist es eigentlich eine Trunkenheit gewesen, die auch zum Beispiel der eine oder andere mitgebracht hat, oder haben wir auch nur zum Beispiel gehört, dass jemand betrunken gewesen sein soll? Und das heißt, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, in Verbindung zu treten, spirituell auch in Verbindung zu treten mit Gott. Ja, unsere Veranstaltung geht langsam zu Ende und ich möchte mich bei unseren Gästen für ihre äußerst interessanten Beiträge bedanken und unsere Zuschauer und Zuschauerinnen möchte ich nochmal jetzt auf unsere nächste Veranstaltung aufmerksam machen. Verhältnis zu Tieren im Judentum und Hinduismus am 30. September um 19 Uhr. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren heutigen Gästen, Professor Rosenblum und Professor Grummet. Ihre Beiträge waren sehr, sehr bereichernd. Und einen großen Dank auch an meine wissenschaftliche Museumskollegin Sosha Novak, dem unsichtbaren Brain im Backstage dieser Veranstaltung. Und vielen Dank an unsere Übersetzerinnen Güda Thüro, Astrid Gese, dem Kameramann Donald McCabe, das Technikteam von Art Lights und Stefan van Zwoll vom Veranstaltungsmanagement. Und ich beende den Abend mit einem L'chaim.